Ich stehe hier mit Dr. Martin Säbel, dem Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe. Was sind denn aus Ihrer Sicht die großen Herausforderungen und Dinge, die wir jetzt gemeinsam angehen müssen? Der deutsche Wärmebedarf wird aktuell nur zu 20% aus erneuerbaren Energien gestillt. Wie kommen wir da weiter? Ja, ganz richtig. 50% sind angekündigt im Koalitionsvertrag. 50% der Wärme soll bis 2030 aus erneuerbaren Energien stammen. Davon sind wir meilenweit entfernt. Wir dümpeln seit 10 Jahren zwischen 14% und 16% herum. Das muss sich dringend ändern. Das große To-Do jetzt in diesem Jahr 2023, das wird das Gebot zur Nutzung von 65% erneuerbaren Energien in jeder neuen Heizung sein. Und hier gilt es jetzt, die Rahmenbedingungen wirklich konsequent so umzustellen, dass wir auch im Wärmebereich vorankommen. Dankeschön.